Wir haben fliegenden Wechsel. Es kommt der rentenpolitische Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, Matthias W. Birkwald und Gerhard Becker, vielleicht auch gleich dazu am Anfang. Was heißt eigentlich das W? Das ist sozusagen die 100.000-Euro-Frage. Erstmal schönen guten Tag allerseits. Das W heißt Walter, aber mit dem Alter beschäftige ich mich den ganzen Tag und deswegen lasse ich das dann in den Namen weg. Nee, weil W ist meistens sozusagen so ein Buchstabe, ist so ein konservatives Zeichen. Das machen gern die Leute so von der Union und da weiter, so einen Buchstaben also, dazwischen klemmern. Wer sich hier im Raum auskennt, wir haben einen zweiten Bundestagsabgeordneten aus NRW, der auch innerhalb unserer Partei zum linken Flügel hört, Dr. Alexander S. Neu. Ich kann das nicht bestätigen. Richtig. Sagen Sie, wie fühlen Sie sich denn da nicht selbst? Wir müssen uns Zahlen präsentieren. Weil man sagt, Sie haben heute vermisst hier bei der Konferenz Zahlen. Die Leute trauen sich keine Zahlen zu bringen, die bringen sie. Aber fühlen Sie sich nicht ziemlich einsam in der Parlamentsfraktion der Linken? Außer Ihnen ist fast keiner, der fachlich auftritt und in den Diskussionen besteht. Ist das kein richtiges Thema in der Breite der Linken? Weil es auch sozusagen einen starken Flügel um Kipping gibt, die eine andere Position haben und wollen lieber sozusagen ein gemeinsames sozusagen Grundeinkommen haben und auf der Welle schweben. Sind Sie ein ziemlich einsamer Monopolkaner? Also, nein, ich bin nicht einsam, aber ich bin der rentenpolitische Sprecher der Fraktion. Mit Rentenpolitik beschäftigt sich auch und tritt dazu auf unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender Klaus Ernst. Auch von Sarah Wagenknecht, der Fraktionsvorsitzende, werden Sie Äußerungen zur Rente hören. Sie wird in jedem Ihrer Statements erwähnt, was mich jedes Mal dann besonders freut. Dietmar Bartsch tritt im Frühstücksfernsehen auf und mit Bernd Rixinger habe ich zusammen, das ist unser Parteivorsitzender, zusammen das Rentenkonzept der Linksfraktion und der Linken als Partei geschrieben und da ist jetzt die Neuauflage drin. Eigentlich wollte ich den Werbeblock am Schluss machen, aber Sie haben mir jetzt die Möglichkeit gegeben, das vorneweg zu machen. In der Sozialismusausgabe vom Februar wird die zweite Auflage drinstehen. Nein, wir haben sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Rente und Rentenpolitik beschäftigen und Katja Kipping ist nicht nur Parteivorsitzende, sondern auch die sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Und ich kann Ihnen sagen, sie unterstützt alle Punkte, die ich hier gleich vorstellen werde. Allerdings, an einem Punkt trennen sich dann unsere Wege. Ich wäre sehr zufrieden, wenn die 11 Punkte, die Linke hat im Bundestag einen Kölner als rentenpolitischen Sprecher gewählt und da ist logisch, dass unser Rentenkonzept 11 Punkte hat. Wenn die alle im Bundesgesetzesblatt stehen, dann wird Katja Kipping weiter für ein bedingungsloses Grundeinkommen streiten, was ich nicht tue. Das ist der einzige Unterschied und ich finde es gut, dass man in einer Partei auch diskutieren kann. Okay, das ist so der Sie müssen wie Fischer eben auf den Sartre-Modus umschalten, weil wir hier sozusagen auch von Ihnen erfahren wollen, wie es richtig und wirklich ist. Meine Frage ist, zum Beispiel, wenn Sie das Stern-Interview lesen jetzt mit der linken Chefin und die Positionen, die Sie da hören, sind Sie dann happy? Zum Beispiel zu Populismus also, und AfD zunächst, und Flüchtlinge. Ich bin nicht im Sartre-Modus, sondern ich bin im Birkwald-Modus und da werde ich auch bleiben. Okay. Zweitens, da müssen Sie mir schon sagen, welche Position Sie konkret meinen. Ich meinte nur, dass diese Themen über Flüchtlinge und so weiter, so wichtige Themen, an denen Sie arbeiten, wie Rente und die Position der Linken, dadurch, durch dieses Spektakel überdeckt werden und wichtige sozialpolitische Themen nicht mehr durchkommen. Haben Sie als Politiker schon mal den Eindruck, dass das zu stark zurückgedrängt wird? Das ist eine bisweilen zutreffende Analyse. Woran liegt das aber? Das liegt daran, dass interessierte Kreise ein Thema nach vorne stellen, um die sozialen Fragen nach hinten zu stellen. Wir müssen doch beides lösen. Wir müssen dafür sorgen, dass auch für Flüchtlinge gilt, Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht ja nicht drin, die Würde des Deutschen ist unantastbar. Und wir müssen genauso dafür sorgen, dass Artikel 1 des Grundgesetzes für die gilt, die ihren 65. Geburtstag bereits hinter sich haben. Denn auch für die Alten gilt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und deswegen bin ich dagegen, das gegeneinander auszuspielen. Wir müssen beides lösen. Okay. Professor Becker, Sie haben eine besondere Position. Sie sind wirklich ganz, ganz lange im Rentengeschäft. Ich glaube, Sie kennen jeden Stein, der je umgedreht ist und haben eine, sagen wir mal, am Ende... Pensionär, aber holen Sie Mikro. Aber vor der Pensionszeit haben Sie auch schon mal gelegentlich in Rentendiskussionen gewirkt. Wenn Sie jetzt mal aus dieser Fundus schöpfen, gibt es sowas wie ein ehernes Gesetz der rentenpolitischen Diskussion über die Jahrzehnte, wo Sie drin sind? Kann man das sagen, dass sich bestimmte Linien wiederholt haben? Kann man so 3, 4 Punkte nennen, die Rentenpolitik generell bestimmen, die Langsamkeit? Wissen Sie, was ich meine? Ja, das ist mir schon klar. Also eine Linie ist, die Rentenpolitik
vielleicht im Unterschied zu allen anderen sozialpolitischen Bereichen, reicht weit in die Zukunft. Ja? Das heißt, Beschlüsse, die heute gefasst werden, berühren die Menschen noch im Zeitlauf von 60, 70, 80 Jahren. Das heißt, der Versuch schon, konsensual Dinge zu erreichen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Der zweite Punkt ist immer strittig gewesen, die Finanzierungsfrage. Immer die Frage, was ist den Steuer- und Beitragszahlern zumutbar, was ist bewältigbar und welches Leistungsniveau soll erreicht werden. Das ist ein stets strittiger Punkt in der Debatte. Und der dritte und letzte Punkt ist immer die Frage, wie weit reicht das Äquivalenzprinzip, also das Entsprechungsverhältnis von Beiträgen und späteren Leistungen, und wie weit soll der Solidarausgleich gehen, wie steht dieses im Wechselverhältnis. Vielleicht noch ein vierter Punkt, aber den werden wir alle nicht überlegen, das ist die Beamtenversorgung. Ja. Und würden Sie sagen, in Ihrer Lebenserfahrung, in den vielen Arbeitskreisen etc., ist Rentenpolitik auch Machtpolitik? Ja, natürlich ist Rentenpolitik Machtpolitik. Wie kein anderer Bereich der Innenpolitik umfasst die Rentenpolitik fast die gesamte Mehrheit, also fast die gesamte Bevölkerung. Machtpolitik und Verteilungspolitik spielen eine zentrale Rolle dabei. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist die Rentenversicherung ein zentraler Baustein des sozialstaatlichen Konsenses in Deutschland. Das heißt, der Sozialstaat, wie wir ihn kennen, wie er aufgebaut worden ist, hängt zentral mit dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger auf die Rente zusammen. Und weil Norbert Blüm eher immer so abwertend bewertet worden ist hier. Ja, eins ist doch klar, die Rente ist in der Tat sicherer als viele andere Systeme, auch private Vorsorgesysteme, die wir haben. Insofern Norbert Blüm in allen Ehren. Es gab ja neben diesen Beschlüssen und der Rentendiskussion diesmal auch was Neues, nämlich drei große Arbeitssitzungen im Sozialministerium unter Nahles und viele Subarbeitsgruppen, also eine ganz neue Prozesssteuerung von Politik, wenn man das sieht. Das ist öffentlich kaum bekannt gewesen. Sie waren dabei als Experte, als echte Experte. Können Sie aus diesen Sitzungen und dem Konglomerat drumherum eine Erfahrung bilanzieren? Wer hat da die Oberhand? Ist es die Expertise der arbeitgebernahen Wissenschaftler und andere? Oder hat die gewerkschaftsnahe Seite da mitzureden? Was ist Ihre Substanz der Bilanzierung dieser drei Sitzungen? Also im Unterschied zu früheren Diskussionen gab es ja jetzt keine Reformkommission. Ja? Da sitzt ja jemand, nachdem ist so eine Reformkommission benannt worden. Die gab es nicht mehr, sondern das Heft in der Hand hat eindeutig das Ministerium. Das muss man ja mal sagen. Auch die Tagesordnung und die Punkte, die da behandelt worden sind, sind vom Ministerium vorformuliert, vorgedacht worden. Und Experten haben darüber diskutiert. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass es natürlich im Vorfeld oder im Nachfeld dieser Debatten auch kleinere Runden gegeben hat, in denen dies besprochen worden ist. Also man soll diese großen Kommissionen, zu denen übrigens die Opposition ja nicht geladen war, nicht überschätzen. Okay, aber nicht überschätzen. Wenn Sie jetzt einen fetten Filzstift drunter machen, unter diesem Prozess, ist das gut? Ist das eher ein Instrument, was sozusagen der Arbeitgeberseite nützt? Oder wie sehen Sie das? Was ist Ihre Erfahrung? Ist ja was Neues? Ist das pro Ministerium, ist das ein Machtinstrument des Ministeriums oder wie schaut das aus? Also erstmal muss man wirklich sagen, wenn man zurückblickt, noch 5 Jahre zuvor hätte ich es damals nicht für möglich gehalten, dass heute eine solche offene Diskussion über die gesetzliche Rente, auch über das Rentenniveau geführt worden wäre, dass auch im Ministerium das geführt worden wäre. Es gab doch früher immer den Spruch, es gibt keine Alternative. Und jetzt werden ja zum ersten Mal überhaupt über Haltelinien geredet, nach oben und unten. Das ist per se erstmal ein Fortschritt. Insofern hat das was gebracht. In der Summe, wenn ich mit einem fetten Grün- oder Rotstrich drunter schreibe, ist es schwierig zu beantworten. Entscheidend ist, was bei hinten rauskommt. Es ist schwierig, so einfach können Sie es nicht machen. Ist es als Prozess interessant oder nicht? Mittelmäßig interessant. Immerhin kommen wir zu einer Antwort. So, wir kommen jetzt zum Experiment. Das haben die Veranstalter so geplant. Und zwar stellt der rentenpolitische Sprecher in aller pointierten Form das Rentenkonzept der Linken vor. Und er und andere haben ein Gutachten vor Jahren trotzdem, es ist noch relevant und es ist noch aktuell, von ihm anfertigen lassen. Das heißt, es gibt eine Präsentation und er stellt sich der Kritik, das ist eine Souveränität für nicht selbstverständlich heutzutage, welcher Abgeordnete will sich schon kritisieren lassen von einem Gutachter mit der Provenienz, aber es ist toll, das mitmachen. Und er antwortet direkt darauf und dann haben Sie die Gelegenheit nachzufahren. Das ist sehr spannend, weil normalerweise Gutachten heißt ja,
Man schreibt denjenigen, die diesen Auftrag geben, so ein bisschen nach dem Mund und macht das wunderbar. Und er hat jetzt die Erfahrung gemacht und eine riesige Souveränität gezeigt, dass Becker was ganz anderes geschrieben hat, als er erwartet hat. Und das ist doch fast fantastisch. Das bringt einen doch geistig weiter. Das ist doch sozusagen das Beste vom Besten. Wie viel Zeit brauchen Sie, um das darzustellen? 22 Minuten. Also, meine Damen und Langsam, Herren, langsam müsst ihr das vorher absprechen. Das, glaube ich, geht. Meine Damen und Herren, wir fahren sofort los. Es ist keine Zeit zu verlieren. Ich habe auch keine Zeit für Vorbemerkungen. Zwei will ich dennoch machen. Erstens begrüße ich den Bezirksbürgermeister von der Innenstadt aus Köln, Andreas Hupke, der jetzt zu uns gekommen ist. Und zweitens möchte ich zum Panel vorher nur einen einzigen Satz sagen. Ich bin seit 30 Jahren Mitglied der IG Metall und mir ist völlig klar, ohne starke Gewerkschaften werden wir keine steigenden Renten bekommen. Und damit will ich in medias res gehen. Unser Rentenkonzept, ich habe es eben schon gesagt, umfasst 11 Punkte. Die haben Sie hier alle einmal aufgeführt. Vorlesen werde ich die aus Zeitgründen nicht, sondern gleich mit dem ersten Punkt starten. Ja, wir müssen das Rentenniveau anheben. Das sogenannte Sicherungsniveau vor Steuern, was gegenwärtig 48% beträgt, wollen wir wieder auf 53% erhöhen, damit der Lebensstandard im Alter gesichert werden kann und die Renten für alle spürbar steigen. Ich habe zur Kenntnis genommen, Professor Rürup, dass Sie jetzt sagen, das wäre keine Lebensstandardsicherung mehr und wir sollten umsteigen auf einen anderen Parameter. Darüber können wir diskutieren. Fakt ist aber, als die großen Rentendeformen kamen im Jahr 2000, 2001, da haben alle Fachleute gesagt, die 53% Rentenniveau, das wäre lebensstandardsichernd. Und dahin will die Linke wieder zurück. Wir wollen nämlich, dass die Rente wieder voll der Lohnentwicklung folgt. Und das bedeutet, dass sämtliche Kürzungsfaktoren aus der Rentenanpassungsformel gestrichen werden müssen, egal wie schön die auch heißen. Dann ist jetzt die Frage, was bringt denn die Anhebung des Rentenniveaus? Und wir haben hier heute erlebt, dass es eigentlich war wie immer. Es wurde über Rente geredet, aber nie über Renten. Und deswegen will ich Ihnen vortragen, was das Ergebnis wäre. 2016 Rentenniveau 48%, macht Rente netto 1220 Euro. Wir sagen, wir wollen ein Rentenniveau von 53%, gäbe eine Nettorente nach 45 Jahren, also die sogenannte Standardrente von 1346 Euro, macht netto 127 Euro mehr. Wenn ich das in Berlin erzähle, dann sagen die Kolleginnen und Kollegen von CDU und CSU immer, ja, Herr Birkwald, alles wunderbar, klappt 2016, klappt aber niemals 2029. Nein, doch. Und das geht so. Im Jahr 2029 oder hier im Jahr 2030 haben wir ein prognostiziertes Rentenniveau von Andrea Nahles von 44,5%. Dann in heutigen Werten Rente 1641 Euro. Wir sagen 53% wäre eine Nettorente von 1954 Euro, gäbe 313 Euro mehr. Und da würde ich gerne mal eine kapitalgedeckte Altersvorsorge sehen, die man heute abschließt, die da auch nur annähernd rankommt. Ich glaube, die wird man mir nicht zeigen können. Jetzt sagen alle, ach, das ist doch überhaupt nicht zu finanzieren. Und diejenigen, die das dann sagen, die hauen dann immer Milliardenzahlen raus. Ja, das kostet über 28 Milliarden. Stimmt. Auch der Beitragssatz müsste um 2,13 Prozentpunkte angehoben werden. Wem von Ihnen sagt das irgendwas? Das sagt gar nichts. Das muss man umrechnen auf den Einzelnen oder die Einzelne. Und gegenwärtig beträgt das Durchschnittseinkommen von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 3.022 Euro brutto. Nach dem Drei-Säulen-Modell sagt die Bundesregierung und alle, die dieses Modell immer noch vertreten, du sollst 4% Riester-Beitrag zahlen. Macht ungefähr 120 Euro. Man muss fairerweise die steuerlichen Zuschüsse, die Herr Schäuble dazu gibt, abrechnen, kommt man auf die von Frau Engelen-Käfer vorhin schon genannten 108 Euro, die man jeden Monat einzahlen muss. Für eine lebensstandardsichernde Rente könnte man sich diese 108 Euro knicken. Und dafür müsste man 33 Euro mehr in die gesetzliche Rente einzahlen. Der oder die Beschäftigte und der oder die Arbeitgeberin. Und jetzt können Sie hier alle im Saal rechnen. 108 minus 33 ist 75. Und diese 75 Euro, damit könnten die Beschäftigten machen, was sie wollten. Das geht nämlich dann die Politik gar nichts an.
Können Sie ausgeben, Kölsch kaufen, können Sie den Enkeln geben, den Kindern geben oder Sie können bei Herrn Dr. Schwag oder einem seiner Versicherungsunternehmen eine nicht geförderte Altersvorsorge abschließen, wenn Sie das wollen. Müssen Sie aber nicht. Und auch das geht im Jahre 2029. Ich habe die Bundesregierung gefragt, wie hoch dann das durchschnittliche Einkommen sein wird. 4.322 Euro. 4.423 Euro war die Antwort. 4% Riester minus Steuern macht 164 Euro. Die kann man sich für die Lebensstandardsicherung wiederum knicken, wenn man dafür dann 99 Euro mehr in die gesetzliche Rente einzahlt und der Arbeitgeber das auch tut. Und ich finde, in dieser Debatte muss nicht mit Milliarden diskutiert werden, da muss man über die Beiträge reden, die die Beschäftigten und die Arbeitgeber dann bezahlen sollen. Jetzt heißt es immer, das wäre alles so viel teurer. Und wenn wir auf Österreich, Frau Professor Logey hat ja darauf hinweisen, dann wird immer gesagt, ja, die Österreicher, die haben so einen hohen Beitragssatz von 22,8%. Der gilt übrigens seit 1988. Es wurde schon gesagt, in Österreich zahlen die Arbeitgeber deutlich mehr als die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Aber zahlen die Österreicher wirklich mehr in die gesetzliche Rente ein als die Deutschen? Nein. Wenn man vom Drei-Säulen-Modell redet, dann muss man auch bitte schön die Kosten für das Drei-Säulen-Modell zusammenrechnen. Und die betragen in Deutschland derzeit 9,35% des Lohnes für die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, 9,35% für die Beschäftigten, 4% Riester und, keine Zahl, die ich mir ausgedacht habe, das Schöne in der Politik ist, wenn man Bundestagsabgeordneter ist, wenn ich die Ministerin was frage schriftlich, dann muss die mir antworten und darf nicht lügen. Das ist der Vorteil gegenüber dem Plenum, da darf man erzählen, was man will. Und da habe ich die Antwort gekriegt und da wurde gesagt, ja, wenn man eine Lebensstandardsicherung wie im Jahr 2000 über das Drei-Säulen-Modell bekommen will, dann muss man auch noch 1,4% in eine andere, meist eine betriebliche Altersvorsorge hineinstecken. Und im Jahr 2030 wären das dann sogar 3,2%. Das heißt, wir haben heute schon eine Gesamtsumme von 24,1% des Einkommens, die wir brauchen für eine Lebensstandardsicherung. Davon zahlen aber 14,75% die Beschäftigten. Und im Jahr 2030 müssten die Beschäftigten 18,1% tragen, die Arbeitgeber aber nur 10,9%. Und da sage ich, das ist schlecht, da gucke ich dann doch lieber nach Österreich, wo die Arbeitgeber 12,55% und die Arbeitnehmer 10,25% tragen. Das heißt, wenn der politische Wille da ist, kann man es auch finanzieren. Dann wollen wir einen besseren Solidarausgleich. Besserer Solidarausgleich heißt, dass Zeiten niedriger Löhne, der Erwerbslosigkeit, der Kindererziehung und so weiter besser abgesichert werden, damit sie nicht zu Armutsrenten führen. Wir wollen eine gleiche Mütterrente, da hat die CSU mal was Gutes erfunden, weil was sind Kindererziehungszeiten, hat sich keiner merken können, für alle Kinder. Anders ausgedrückt, jedes Kind muss gleich viel wert sein. Es muss egal sein, ob ein Kind in Leipzig oder in Köln geboren wurde, ob es 1960 oder 2010 geboren wurde. Wir wollen 3 Entgeltpunkte für alle Kinder auf die Rentenkonten der vielen Mütter oder der wenigen Väter. Dann wollen wir, dass für Langzeiterwerbslose endlich wieder Beiträge in die Rente eingezahlt werden und dass diejenigen, die lange Jahre im Niedriglohnsektor gearbeitet haben, über eine entfristete Rente nach Mindestentgeltpunkten höhere Renten bekommen. Wir wollen diese Rente nach Mindestentgeltpunkten reformieren. Das würde aus Zeitgründen jetzt hier zu lange führen. Heißt aber, dass sehr, sehr viele Menschen mit niedrigen Löhnen davon profitieren würden und vor allen Dingen Frauen davon profitieren würden. Viertens, wir wollen, dass alle Erwerbstätigen Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung bezahlen. Zusätzlich zu denen, die heute drin sind, Selbstständige, FreiberuflerInnen, langfristig auch neu eintretende Beamtinnen und Beamte, ManagerInnen und natürlich alle Politiker, Bundestagsabgeordnete, Minister, StaatssekretärInnen. Und wir wollen, dass für die Langzeiterwerbslosen wieder Beiträge in die Rente eingeführt werden. Fünftens, die Beitragsbemessungsgrenze liegt in diesem Jahr bei 6.350 Euro im Monat. Die wollen wir dann in einem ersten Schritt auf die der knappschaftlichen Rentenversicherung anheben. Das sind 7.850 Euro. Und in weiteren Schritten anheben, um sie letztendlich dann ganz aufzuheben. Das bedeutete aber Riesenrenten für Menschen mit Riesenerwerbseinkommen.
Und da wir nicht in der Schweiz sind und ein Grundgesetz mit Artikel 14 haben, sagen wir, wir wollen die Rentenhöhe der Rentenansprüche über dem Doppelten des Durchschnitts der Standardrente abflachen. Das sind heute 2.740 Euro, wäre eine Beitragsäquivalenzgrenze. Heißt, alle mit niedrigen, mit normalen und mit mittleren Einkommen hätten nichts zu befürchten. Und diejenigen, die heute 7.000, 8.000, 10.000 oder 100.000 im Monat haben, die würden oben etwas weniger kriegen. Und das wäre mit Artikel 20 Sozialstaat im Grundgesetz auch vereinbar. Sechstens, die Riester-Rente wollen wir, Sie müssen jetzt sehr tapfer sein, Herr Dr. Schwag, abwickeln und wollen die Möglichkeit schaffen, die Ansprüche kostengünstig auf das persönliche Rentenkonto bei der gesetzlichen Rentenversicherung zu übertragen. Die Riester-Förderung von 3,3 Milliarden im Jahr wollen wir dann über einen Bundeszuschuss in die gesetzliche Rente leiten. Und natürlich sollen auch in Zukunft neu einzuführen Versicherte und ArbeitgeberInnen in einer bestimmten Höhe freiwillig Rentenversicherungsbeiträge leisten können. Das gab es schon mal, gibt es auch in Österreich. Da kann man knapp 10.000 Euro einzahlen. Das halten wir für eine sinnvolle Alternative zur Riester-Rente und auch zur heutigen betrieblichen Altersvorsorge. Da danke ich Herrn Professor Rürup dafür, dass er mir abgenommen hat, den Unterschied zwischen Versorgung und Vorsorge zu erläutern. Siebtens, wir wollen gute Betriebsrenten. Und gute Betriebsrente heißt eben entweder betriebliche Altersversorgung oder mindestens die Hälfte der Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge, also eine paritätische Finanzierung durch die Arbeitgeber und ArbeitgeberInnen. Dann kommt am Schluss auch was für die Beschäftigten raus, darunter nicht. Vorhin hat ja Manfred Göbel dazu gesprochen. Ein Satz, solange die Doppelverbeitragung bleibt, ist bei der Entgeltumwandlung es am Schluss günstiger, das Geld unter das Kopfkissen zu legen, als für das eigene Geld, das eigene Ersparte, doppelt Krankenversicherungsbeiträge und Steuern zu zahlen. Deswegen wollen wir auch die Doppelverbeitragung abschaffen. Reine Zielrenten, wie sie im Betriebsrentenstärkungsgesetz stehen, bei denen niemand mehr am Schluss weiß, was dann am Ende herauskommen soll, das wollen wir Linken nicht, das lehnen wir ab. Und zur Entgeltumwandlung haben wir heute viel gehört. Die sozialabgabenfreie Entgeltumwandlung schwächt die Finanzen der gesetzlichen Rentenversicherung und senkt die individuellen Rentenansprüche und die aller Versicherten. Deswegen wollen wir die nicht mehr haben. Wir sind schon bei Nummer 8. Die Rente erst ab 67 wollen wir wieder abschaffen. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens würde es den durchschnittlich verdienenden Beschäftigten und seinen oder ihren Arbeitgeber, Arbeitgeberin nur 7,55 Euro im Monat kosten. Und zweitens, und das meine ich jetzt sehr ernst, ich habe es ja sonst gern rheinländisch fröhlich, eine Studie des Robert-Koch-Instituts April 2016 hat es nochmal deutlich gemacht. Diejenigen, die weniger als 60% des Durchschnitts verdienen, müssen früher sterben. Männer 10,8 Jahre, Frauen 8,4 Jahre. Und deswegen sehe ich es überhaupt nicht ein, die Regelaltersgrenze weiter anzuheben und alle diejenigen, die es dann nicht schaffen, mit hohen Abschlägen zu bestrafen, und viele von denen erreichen noch nicht mal die Regelaltersgrenze. Nein, wir sagen, wer 60 Jahre Beiträge gezahlt hat, wer 60 Rentenversicherungsjahre... Was habe ich gesagt? Nein, Entschuldigung. Ah, danke schön. Gut, dass ihr alle aufpasst. Wer 40 Beitragsjahre hat, soll ab 60 Jahren abschlagsfrei in die Rente gehen können. Das machen dann nämlich nicht die Akademikerinnen und Akademiker, die erst mit 27, 28 angefangen haben zu arbeiten, sondern das sind dann diejenigen, die die harten Jobs machen. Und deswegen wäre das eine wichtige Forderung. Neuntens, wir wollen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Zugang zu den Erwerbsminderungsrenten deutlich verbessern. Da muss man nur mal in die Niederlande gucken, wie man das machen kann. Bei uns ist es ja heute so, dass man schon mit dem Kopf unterm Arm ankommen muss, um überhaupt eine Erwerbsminderungsrente zu kriegen. Wir wollen vor allen Dingen die systemwidrigen Abschläge abschaffen, denn niemand wird freiwillig krank. Niemand geht freiwillig in die Erwerbsminderungsrente und das sind immerhin 20% derer, die jedes Jahr in Rente gehen. Und deswegen ist auch, wenn man alle Renten nimmt, das durchschnittliche Renteneintrittsalter nicht 64,1, sondern 61,8 Jahre. Das muss man berücksichtigen, denn die meisten, die in die Erwerbsminderungsrente gehen, sind knapp über 50 Jahre alt. Dass die Regierung jetzt die Zurechnungszeit von 62 auf 65 anheben will, ist gut und richtig. Aber bitte nicht in 7 Jahren, sondern sofort, liebe Freundinnen und Freunde. Und richtiger Zuspruch,
von Frau Engelin Käfer, für die Bestandsrentnerinnen in der Erwerbsminderungsrente müssen wir dringend was tun. Das muss für die auch gelten, weil alles, was wir bisher gehört haben, geht nur in die Zukunft. Vorletzter Punkt. Dagmar Enkelmann hat gesagt, machen wir eine eigene Tagung zu, mache ich kurz. Wir wollen, dass das Prinzip gilt, gleiche Rente für gleiche Lebensleistung in Ost und West. Und deswegen eine sehr zügige Angleichung der Ostrenten an das Westniveau, nämlich bis 2019. Wir wollen aber nicht, und das steht im heutigen Konzept der Regierung drin, dass künftige Rentnerinnen und Rentner, also heutige junge und mittelalte Menschen, dann später deutlich benachteiligt werden. Und wir wollen, dass diejenigen, die Nachteile erlitten haben, als die Mauer fiel und damals schon Rentnerinnen und Rentner waren, ihre Probleme gelöst bekommen. Das wird Zeit, weil die sind schon alt. So, und jetzt kommt der letzte Punkt, und der den Herrn Professor Becker gleich besonders kritisieren wird. Wenn das alles umgesetzt ist und nicht funktioniert, nicht funktioniert in dem Sinne, dass es nicht reicht für eine armutsfeste Rente, dann wollen wir als allerletzten Punkt eine solidarische Mindestrente einführen. Wir wollen keine Grundrente. Wir wollen auch keine Blockrente. Wir wollen nicht, dass der Staat als erstes Rentenleistungen auszahlt und dann kann man sehen, was man noch dazu kriegt. Nein, wir wollen das gesetzliche Rentensystem stärken und wenn es dann nicht ausreicht, eine Zulage haben bis zur Höhe der Armutsgrenze, heute 1050 Euro, und das nennen wir solidarische Mindestrente. Und die soll ausgezahlt werden von der gesetzlichen Rentenversicherung. Und man darf dann nicht mehr zum Sozialamt gehen müssen. Und der wichtige Punkt ist, hat man beispielsweise aus der gesetzlichen Rente 800 Euro und aus der Riester-Rente wie viel, Herr Dr. Schwag? Sagen Sie mal eine Zahl. Das halte ich für sehr optimistisch, aber gut, 200 Euro, dann würde man nach dem Antrag auf die Mindestrente noch 50 Euro aus dem Steuersäckel dazukriegen und das wäre das Konzept. Parallel dazu wollen wir auch das Wohngeldgesetz reformieren, sodass in München oder in der Kölner Innenstadt Menschen zusätzliche Ansprüche hätten. Und diese Rente ist nicht bedürftigkeitsgeprüft, das wird ja immer wieder behauptet. Bedürftigkeitsgeprüft ist die heutige Grundsicherung im Alter. Da dürfen Sie gegenwärtig 2.600 Euro Vermögen haben, im Laufe dieses Jahres dann 5.000 Euro und alles andere müssen Sie abgeben. Das ist bedürftigkeitsgeprüft. Unsere Mindestrente, unsere solidarische Mindestrente ist einkommens- und vermögensgeprüft. Einkommen habe ich schon erzählt und Vermögen heißt 20.000 Euro Erspartes in jedem Fall. Und dann das Alterssicherungsvermögen, was heute schon gilt, macht zusammen knapp 68.000 Euro. Heißt, wir wollen bis in die Mittelschicht hinein Menschen vor der Altersarmut bewahren, sodass jeder weiß, alle zahlen ein in die gesetzliche Rentenversicherung und wenn es bei mir mal nicht so gut klappt, habe ich am Ende doch keine Angst vorm Alter haben müssen. Deswegen wollen wir das so konzipieren und die Mindestrente soll natürlich auch jährlich angehoben werden. Letzte Folie. Wir haben zwar schon was über Österreich gehört, aber nicht, wie hoch die Renten da sind. Und ich bin dahin gefahren. Ich habe 12 Termine in 2 Tagen gemacht, war meine erste Einzeldienstreise im Deutschen Bundestag, weil ich finde, dass der Bundestag kein Reisebüro ist. Ich habe 3 Gespräche gemacht. Bei den ersten 3 Gesprächen habe ich immer geguckt, wo ist denn hier die Kamera? Wo ist denn hier, verstehen Sie Spaß? Ich habe das alles nicht geglaubt. Und das erzähle ich Ihnen jetzt, warum. In Österreich gibt es eine Mindestrente von 1.030 Euro für alle RentnerInnen. Wenn sich jetzt eine von Ihnen auskennt und sagt, ja, Herr Birkwald, aber die muss versteuert werden, stimmt. Aber es gibt einen Steuerfreibetrag von 11.000 Euro. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, wo finden Sie die Zahl, dann wird das schwierig. Weil die Österreicher kriegen 14 Monatsgehälter. Und die Österreicherinnen auch. Und sie kriegen auch alle Sozialleistungen 14 Mal im Jahr. Und deswegen habe ich das freundlicherweise für Sie alle schon auf die deutschen 12 Monate umgerechnet. Und als ich in Österreich im Oktober war, haben die gerade eine 2. Mindestrente eingeführt. Und da ist es so, wenn Sie 30 Jahre Beiträge eingezahlt haben, dann kriegen Sie 1167 Euro umgerechnet auf 12 Monate. Das ist der Mindestrententeil. Und jetzt kommen wir zum Rententeil. Und damit das vergleichbar ist, haben wir nur die Zahlen für ArbeiterInnen und Angestellte genommen und die seit 2006 einbezogenen Beamten und Beamtinnen nicht eingerechnet, sonst wären die Werte noch höher. In Österreich bekommen Männer
im Durchschnitt 1.850 Euro Pension, also Rente, und Frauen 1.050. Aber eben, und ich habe meinen Büro dreimal gebeten, das nachzuchecken, 14 Mal im Jahr, und das sind dann 2.159 Euro bei den Männern. In Deutschland, inklusive Witwen- und Witwerrente, kriegen die Männer im Durchschnitt 1.034 Euro. Das heißt, die österreichischen Männer 1.125 Euro mehr. Und bei den Frauen stellen wir fest, der Gender Pension Gap existiert in Österreich genauso, aber in Deutschland haben die Frauen 815 Euro inklusive Witwenrente. In Österreich sind es 1.226 Euro, macht im Durchschnitt 411 Euro mehr. Quellen sind hier unten angegeben. Und deswegen sage ich, auch wenn die Anpassung in Österreich nach Inflation stattfindet, übrigens bei der vergangenen Angleichung haben die Rentenverbände Druck gemacht und dann gibt es nochmal eine Extrazahlung von 100 Euro, finde ich das völlig in Ordnung. Und deswegen sage ich, es müssen vielleicht nicht alle unsere 11 Punkte 1:1 umgesetzt werden. Aber lassen Sie uns in diese Richtung gemeinsam mit Gewerkschaften, gemeinsam mit Sozialverbänden und mit allen handelnden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern agieren, sodass wir insgesamt zu einer Lebensstandardsicherung kommen und das vor allen Dingen gelten muss, niemand soll im Alter arm sein und niemand soll im Alter von weniger als 1.050 Euro leben müssen. Herzlichen Dank. Herr Becker, Sie kannten schon viele Positionen. Ne? Wie regeln wir das? Wie machen wir das jetzt mit unserem Zeitbudget? Wie lange brauchen Sie, um zu den wesentlichen Punkten eine Kommentierung abzugeben? Wir können ja unmöglich jetzt alle 13 Punkte machen, oder? Das ist, ich habe schon einen dicken Kopf. Wie lange brauchen Sie ungefähr? Weil, 2 Stunden. Okay. Ja gut, dann machen wir 2 Stunden. Ich glaube, das war jetzt ernsthaft. Eine Minute drunter. Das war mal ernsthaft jetzt. 10 Minuten. Machen Sie 10 Minuten. Wissen Sie warum? Ich will nicht Ihre Positionen schmälern. Lieber später nochmal. Wir müssen in kleinen Portionen arbeiten und ich würde gerne andere Experten und das Publikum auch nochmal reden lassen. Wir haben aber Zeitbudget. 10 Minuten, okay? Das Wichtigste. Okay. Also fangen wir direkt an. Erstmal schön, dass Matthias Birkwald weiß, was ich gleich zu sagen habe. Er wird sich wundern, braucht keine PowerPoint, geht schneller, auch ohne. Es gilt das gesprochene Wort. Er wird sich wundern, erstmal Kompliment. Ja? Kompliment nicht nur zu dieser Veranstaltung hier, sondern auch, dass, wenn man in die Zeit zurückblickt, die Linke oder früher PDS ja diejenigen waren, die den damaligen Schwenk zur Riester-Rente, zur Teilprivatisierung der Alterssicherung und zu den 3 Ebenen, zu dem 3-Schichten-Konzept nicht mitgemacht haben. Das ist also eine durchgängige Komponente im Unterschied zu anderen Gruppen und Parteien. Das muss man sehen. Und zum Zweiten, das hier ja nicht ausgeführt worden, dass immer parallel auch auf den Arbeitsmarkt geschaut worden ist. Also eine Alterssicherung kann nie sämtliche Probleme des Arbeitsmarktes quasi nachträglich ausbessern, sondern muss natürlich gewissermaßen präventiv auf dem Arbeitsmarkt dafür sorgen, dass überhaupt auskömmliche Löhne mit langen und sicheren Erwerbsbiografien vorherrschen. Insofern Kompliment. Die Frage ist aber, und das ist der entscheidende Punkt, ist das Konzept, was jetzt die Linke vorlegt, was in diesem Flugblatt da vom VSA oder Broschüre vom VSA-Verlag drinsteht, wirklich geeignet, um die Probleme zu lösen. Erstmal in der Summe wird einem ja richtig warm ums Herz, ja, weil ja alle möglichen Forderungen, die man überhaupt nur stellen kann, die auch in den letzten Jahren diskutiert worden sind, enthalten sind. Ich habe die Broschüre durchgelesen. Es gibt noch ein paar mehr Punkte, bessere Anrechnung von Pflegezeiten, um nur eins zu nehmen. Die Frage ist aber nur, ist diese Strategie alles und zwar sofort, ja, ist die überhaupt realistisch, ja, ist die sinnvoll? Und mein Punkt ist, ist das alles durchdacht, ist das gerecht und natürlich, das soll man auch diskutieren, finanzierbar. Erstmal an 3 Beispielen diskutiert, nur 3 Beispiele. Die Anhebung des Nettorentenniveaus auf 53%. Darüber kann man diskutieren, man muss aber dann auch sagen, wie stelle ich mir das vor? Wenn ich das in einem Schritt mache, bedeutet das ja, dass beispielsweise, wenn die Linke im Jahr 2017 die alleinige Regierungsverantwortung übernimmt, ja, dass dann 2018 die Renten, die Bestandsrenten auch massiv stärker steigen als die Löhne. Das muss man
wissen. Das muss man in Betracht ziehen. Oder gibt es Konzepte, die einen Übergang darstellen? Und die Gegenfinanzierung eines solchen ist ja richtig, mit Riester-Förderung und auch mit den Aufwendungen für die betriebliche Altersvorsorge. Nur zeitgleich, ja, wird man das nicht hinkriegen, selbst wenn ich Riester abwickle. Es gibt natürlich die Einhaltung von Verträgen. Das kann ich ja nicht ohne weiteres außer Kraft setzen. Insgesamt wird die Chose teuer, ja, erheblich teuer. Auch natürlich mittel- und längerfristig, weil die Zahl der älteren Rentenempfänger in den nächsten Jahren steigen wird. Zweites Beispiel mit der Bitte um Konkretisierung. Abwicklung der Rente mit 67. Wie soll das gehen? Gilt das dann für diejenigen, die einen neuen Antrag stellen, die jetzt schon die Abschläge kriegen? Die sind die Gelackmeierten dabei. Und die Frage natürlich auch, Rente abschlagsfrei mit 60 ab 40 Versicherungsjahren. Ist das wirklich sinnvoll? Fragezeichen. Was ist mit jenen, die wie beispielsweise Frauen nicht 40 Jahre auf ihrem Konto haben, stehen die dann leer da? Also ich habe da meine großen Zweifel, wie man das bewerten soll. Und der dritte Punkt, Finanzierung. Wir haben in der Tat 2012, Johannes Steffen und ich, eine Rechnung mal aufgemacht für die linken Fraktion zu dem damaligen Gesamtkonzept. Da, wenn man das alles addiert und alles summiert, gerade eben ist es ja so ein bisschen zurückgenommen worden. Wir wären auch mit einigen Punkten zufrieden. Ja, aber insgesamt würde das doch eine erhebliche Belastung bedeuten. Alleine im Jahre 2010, das war unsere damalige Prognose, 35 Milliarden Euro. Also man muss hier schon in der Tat fragen, wo sind die Prioritäten und wo sind sie nicht und wie wollen wir das durchsetzen. Und nun zum in der Tat wichtigen Punkt, die solidarische Mindestrente. In dem Papier steht, sie soll in der nächsten Legislaturperiode durchgesetzt werden. Also nicht im Anschluss an die vorgelagerten Reformen, sondern gewissermaßen unmittelbar. Ja, zunächst soll 1050 Euro durchgesetzt worden. Die Frage ist das eigentlich eine Nettorente? Ist es eine Rente, die noch durch Versicherungsbeiträge gemindert wird? Oder muss man dann auf das Bruttoniveau rechnen? Das Bruttoniveau nach Abschluss Krankenversicherungsbeitrag der Rente und Pflegeversicherung wäre dann ungefähr 1180, 1200 Euro. Wenn man diesen Betrag nimmt, dann wird man feststellen können, dass beim gegenwärtigen Rentenniveau der weit überwiegende Teil der Rentenzahlungen im Westen und auch im Osten unterhalb dieses Wertes liegt. Liegt unterhalb dieses Wertes. Und selbst nach 45 Jahren Beitragszahlung muss ein Einkommen von 81% des Durchschnittsentgelts realisiert werden. Nun kann man natürlich sagen, langfristig wollen wir ja das Rentenniveau wieder auf 53% heben oder mittel- oder kurzfristig, wie auch immer das gedacht ist. Aber dieses Grundproblem, dass es eine Überschneidung gibt zwischen der weit überwiegenden Zahl der Renten und diesem Mindestanspruch, wird damit nicht gelöst. Das hat aber zum Ergebnis, ob gewollt oder nicht, dass die gesamten Forderungen, die hier stehen, vor dem Punkt 11, im Grunde sind ja langfristige Forderungen, die ja erst langfristig wirksam werden. Die sind ja nicht sofort, beispielsweise Beitragszahlung für Arbeitslose oder Rente nach Mindestentgeltpunkten, das wirkt ja erst langfristig. Im Grunde kann man auf all diese Forderungen verzichten, weil sie überflüssig werden. Man braucht dann nur die solidarische Mindestrente von 1050 Euro und mehr eigentlich nicht. Insofern ist dieses Modell der linken Fraktion in sich höchst widersprüchlich und verdeckt gewissermaßen Linien der Kontroversen innerhalb dieser Politik. Und man muss natürlich auch sich fragen, wenn die Mindestrente in einem so großen Bereich die versicherungs- und beitragsfinanzierten Renten gewissermaßen untergräbt, dann wird das Problem der Legitimation und Akzeptanz von Beitragszahlungen in der Rentenversicherung dauerhaft untergraben. Ja, dauerhaft untergraben. Warum? Die alte Frage, Beiträge zahlen, zur Beitragszahlung verpflichtet sein, wenn ich dann doch zum Schluss nicht mehr kriege als die 1050 Euro. Und der letzte Punkt und nochmal zur Finanzierung. Und das gilt ja generell.
Soziale Sicherung und Sozialstaatlichkeit ist mehr als Alterssicherung. Wir unterhalten uns ja hier nur über die Alterssicherung. Aber es gibt eben die Rückwirkung einer solchen Mindestrente auch auf den Bereich, den wir jetzt SGB II nennen. Man muss ja von vornherein sagen, natürlich, wenn das ab 65 gilt, muss es ja auch vor 65 gelten. Ja? Diese Rückwirkung gibt es. Schließlich Rückwirkung auf die Steuerpolitik. Wenn ich einen so hohen Satz habe, dann berührt das den Grundfreibetrag und auch die Kinderfreibeträge in der Einkommensteuer, also Steuerminderausnahmen. In dem linken Programm steht deutliche Ausweitung der Leistung in der Pflegeversicherung in Richtung einer Vollversicherung. Es steht mehr Ausgaben und mehr Leistung bei der Krankenversicherung, Ausweitung des Elterngeldes, Umwandlung des Pflegegeldes in einen Einkommensersatz. Es steht drin, Anhebung des Kindergeldes auf eine Kindergrundsicherung. Ich könnte das fortführen und fortführen. Und ich bitte doch wirklich darum, diesen Katalog, so warm er eins ums Herz auch werden lässt, ja, dann doch mal in der Gesamtschau zu bewerten und fragen, was lässt sich davon wirklich umsetzen. Deswegen meine Empfehlung wäre erstens Präzisierung der Forderungen, zweitens Reduzierung der Forderungen und Priorisierung der Forderungen. Also was steht wirklich im Mittelpunkt und was wollen und können wir uns leisten? Zweitens, es muss eine Grundentscheidung getroffen werden zwischen einer weitgehend unabhängigen sozialen Mindestrente und der Versicherungsrente. Um ein Beispiel zu nehmen, in Ihrem Konzept ist enthalten, dass jemand, der über 450 Euro versicherungspflichtig beschäftigt ist, das ist ja der Regelfall, die können zwar out-opten oder wie sagt man, können sich raus-optieren. Wenn 450 Euro Versicherungspflicht besteht, bis 65 erhalten die 450 Euro und ab 65 dann plötzlich, weil ja kein anderes Einkommen war, an das 1050 Euro, welchen Sinn gibt das? Und die Frage natürlich auch bei der Einkommensanrechnung, das wird überhaupt nicht zugesagt, gilt das auch für das Haushaltseinkommen? Das Einkommen des Ehemannes, des Ehepartners oder zumindest über die Unterhaltsleistungen, die gegeben werden, oder ist das alleiniges Individualeinkommen? All das bleibt bemerkenswert unpräzise, zeigt im Grunde an, dass man dazu keine Aussagen fassen will. Und mein letzter Punkt ist, die Finanzierungsleistungen müssen solide beziffert werden, Gegenfinanzierung benennen und Einbindung in ein gesamtes sozialpolitisches Reformkonzept. Und meine Schlussfolgerung wären, fortschrittlich ist nicht immer nur der, der besonders viel fordert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Becker. Ich glaube, es muss für einen Fachpolitiker ein wahnsinniges Glücksgefühl sein, so konzentriert und fachlich so gut kritisiert zu werden. Das ist ein Geschenk, weil Sie sehen, auch an dem Beispiel von Politikprozess, selten reden ja Parteien intern kritisch. Und jetzt leistet sich, das muss man der Luxemburg-Stiftung ja wirklich zuschreiben, die Leute, dass ein Fachpolitiker sich kritisieren lässt und damit ein offenes Forum macht. Das ist ungewöhnlich, aber Sie werden sehen, am Ende höchst produktiv. Das wäre fast ein Modell auch für andere Politikfragen. Wenn es solche Kritiker auch in anderen Fraktionen gäbe, dann kommt man sehr schnell zum Punkt. Es geht ja nicht, der macht es ja nicht nieder, aber die Widersprüche werden gezeigt. Und ich würde gerne die Referenten von heute Morgen in der Form ganz kurz als Blitzlicht nochmal einbringen, aber keine langen Co-Referate, was Sie denn davon halten. Frau Engelkäfer, wie haben Sie es erlebt, wenn Sie das Konzept von 1 bis 13 sehen? Ganz kurzes Statement. Ist das pragmatisch? Also gut, 1 bis 11, 1 bis 10 möchte ich hier bewerten. Weitgehend teile ich dies. Allerdings muss ein Stufenkonzept sein. Also das kann nicht eine Einmalaktion sein. Ich habe nur eine ganz konkrete Frage. Was mir besonders wichtig erscheint, ist, dass diejenigen, die heute in der Riester-Rente sind, die Möglichkeit haben, freiwillig zu sagen, ich möchte meine Beiträge in die gesetzliche Altersrente tun. Oder die, man könnte auch sagen, die neu jetzt, dass wir zumachen, also keine Neuabschlüsse mehr von Riester-Renten. Was passiert denn mit denjenigen, die dann in der Riester-Rente verbleiben, weil ja dann kein neues Kapital mehr dazukommt? Werden die da nicht erheblich benachteiligt? Da muss eine Lösung gefunden werden. Dankeschön. Vielen Dank. Herr Rürup, Sie haben ja sogar
vor ein paar Tagen im Handelsblatt sich explizit dazu geäußert zum Konzept und eine eigene Kolumne geschrieben. Und ihr entscheidendes Argument ist, dass diejenigen, die dann diese 1050 kriegen, ein Privileg haben gegenüber den Leuten, die 45 Jahre mal Lucht haben. Was ist Ihre Essenz, ganz kurz, zu dem Entwurf? Ja, das ist erstmal ein Katalog des Möchtegerns und des Soforts. Und man merkt, dass die Zahlen kann man bezweifeln, aber egal, aber sie sind gerechnet, aber mit einer Excel-Tabelle. Und das bedeutet, es gibt keine Rückwirkungen. Es gibt keine Rückwirkung zwischen den verschiedenen Systemen. Wenn man jetzt die zirkularen Rückwirkungen machen müsste, was er angedeutet hatte, dann wird das völlig anders aussehen. Dann wird man nämlich, dass die Kosten explodieren. Vielen Dank, Herr Schwarz. Wie ist Ihre Sichtweise? Sie sind ja viel in den Ausschüssen, massieren und beatmen die Politiker. Ne? Wie könnten Sie, was wäre denn Ihre, ich habe es gehört, also alle haben Respekt vor Ihnen, weil die gehen ja alle mit einem anderen verdrehten Kopf raus. Wie würden Sie denn, was wäre jetzt Ihr Politikformulierungsmodell, wie würden Sie denn einen rentenpolitischen Sprecher jetzt sozusagen so beraten, dass er auf einen realistischen Kurs kommt? Gut, also ich würde meinen, es müsse realistisch durchgerechnet werden. Das heißt, an der Stelle, wo die Mehrbelastung der gesetzlichen Rentenversicherung mit der Riester-Rente verglichen wird, muss man nicht nur den Arbeitnehmeranteil berechnen, sondern auch den Arbeitgeberanteil. Das heißt, die Zahlen sind doppelt so groß. Und dann muss das auch bis 2045 gerechnet werden. 2029 aufzuhören, ist ganz geschickt. Da hat die Bundesregierung jetzt auch 10 Jahre Erfahrung drin, nicht weiterzurechnen. Das hat sie jetzt beendet. Wenn man 2045 das rechnet, sind die Belastungen dreimal so groß, die in 2029 anfallen. Und dann ist es doppelt so viel, wie bei der Riester-Rente eingezahlt werden muss. Auch bei Österreich muss ich sagen, ich habe mich im Vorfeld auch mit den Zahlen beschäftigt. Da haben sie die Rente des langjährig Versicherten genommen. Im Rentenversicherungsbericht ist die Durchschnittsrente. Die Durchschnittsrente in Österreich liegt ein Drittel niedriger. Es liegt halt auch an den Abschlagsfaktoren. Die Leute arbeiten nicht bis 65 und es werden 4-5% pro Jahr abgezogen. Das heißt, faktisch wird dort viel weniger ausgezahlt. Also man sollte hier nicht ein Paradies an die Wand malen, was so gar nicht realistisch ist. Ich danke dafür, dass wir den Faden nochmal aufgenommen haben. Jetzt kommen wir aber ein, bevor das Publikum sprechen kann, kurze Replik von Herrn Birkwald, dem rentenpolitischen Sprecher. Aber nach einem Prinzip, bitte nicht sozusagen nur jetzt das Affirmative bringen, sondern nach Max Frisch, überzeugt Sie Ihre Selbstkritik. Was beeindruckt Sie von dem, wenn Leute sich Arbeit machen und Sie ein Gutachten bringen, Leute, die Fachleute, was beeindruckt Sie wirklich, damit wir weiterkommen, verstehen Sie? Wenn Sie jetzt sozusagen, wir sind ja hier ein Fachpublikum, was finden Sie bedenkenswert und was regt Sie an, Korrekturen zu machen? Ich finde alles bedenkenswert, was dazu führt, dass man das Konzept einführen kann und dass man es umsetzen kann. Und ich danke Professor Becker für seine Kritik, auch für sein Lob. Und ansonsten kann ich Ihnen sagen, ist das nichts Besonderes. Wir haben auch unsere Positionen zum Bundesteilhabegesetz auf diesem Weg gefunden, indem wir mit Menschen diskutieren. Nein, ich habe selten so eine konsistente, also dichte Kritik das, gehört. Vielleicht liegt es an mir. Das gibt's. So, ich muss mich mir aber aussuchen, weil Sie mir ja nur bedingt Zeit geben, was ich beantworte. Ich fange mal mit Herrn Dr. Schwag an. Also was Österreich angeht, kann mir niemand mehr was vormachen und ich kann Ihnen sagen, der Ausschuss für Arbeit und Soziales wird auf meinen Vorschlag hin im Februar nochmal nach Österreich fahren, damit auch die CDU, die SPD und die Grünen KollegInnen sich das angucken und anhören können. Und wir waren da auch im Ministerium wirklich mit allen rentenpolitischen Playern gesprochen, auch mit der Versicherungswirtschaft. Ich habe die Zahlen, die offiziellen Zahlen aus Österreich alle hier, können Sie sich angucken. Und das ist nicht so, wie Sie gesagt haben, die Zahlen stimmen, haben wir x-mal geprüft. Auch zu Professor Becker und seiner gesamten Kritik. In Österreich gibt es die Mindestrente so, wie wir sie konzipiert haben. Ich war ja überrascht. Wir haben die konzipiert schon vor 4-5 Jahren und dann fahren wir in ein Land jetzt und da ist es schon umgesetzt. Ist sie denn gerecht? Ja, natürlich ist sie gerecht. Natürlich ist sie gerecht. Es ist völlig gerecht. Ich halte eine Fixierung auf Äquivalenz. Ich kann das auch, wenn Sie es gerne ein bisschen haben, dass das Publikum mal lachen kann. Äquivalenzextremismus lehne ich ab. Und es ist Äquivalenzextremismus, wenn man sagt, da darf auf keinen Fall mehr rauskommen, als den eingezählten Beiträgen entspricht. Warum? Das sage ich doch gar nicht. Das sage ich doch gar nicht. Natürlich ist der soziale Ausgleich innerhalb der Rentenversicherung gewissermaßen konstitutiver Bestandteil. Man kann natürlich darüber diskutieren, dass ich den sozialen Ausgleich ausweite. Aber das Modell 1050 ohne jegliche versicherungsbezogene Vorleistungen, ohne Versicherungsdauer, ohne Entgeltpunkte bedeutet, dass jemand, der nie eingezahlt hat, gering verdient hat, dann plötzlich mit dem 65. oder, wenn Sie sogar wollen, mit dem noch früher dann voll auf die 1050 Euro kommt. Nach meinem Gerechtigkeitsgefühl wäre das nicht vermittelbar.
So. Anderes Thema. Moment. Also, am Punkt. Nochmal Replik am darauf, Punkt. Herr genau. Professor Beck. Sehr gut. Also, erstens, und das war Ihre erste Kritik, und das hat auch Frau Engelen-Käfer eingefordert, natürlich ist das, Herr Professor Rürup, kein Sofortprogramm, das habe ich auch nie gesagt, sondern es sind Bausteine, stand auch oben drüber, steht auch in dem Konzept drin. Und die Bausteine müssen einzeln eingeführt werden. Und Sie haben ja so schön gesagt, wenn wir mit 51% regierten, nun bin ich zwar links, aber auch realistisch. Und deswegen weiß ich, dass ich das in völliger 100%-Form wahrscheinlich 2017 nicht durchkriegen werde. Und deswegen muss man dann einzelne Bausteine verhandeln und schauen, wie weit man kommt. Statt so Bausteine könnten Sie auch schreiben Prozess, das, was Frau Engelen-Käfer gesagt hat. Das haben Sie aber nicht getan. Das ist auch das ist eine politische Entscheidung. So, also, alles und zwar sofort, wie Professor Becker kritisiert hat, findet nicht statt. Und es wird auch bei der Anhebung des Rentenniveaus, selbst wenn ich das jetzt vorgerechnet habe, was es in einem Schritt kostet, natürlich ein Stufenprozess sein von Jahr zu Jahr. Das ist doch völlig logisch. Da wird ein Ziel formuliert und dann können Sie in einer Legislaturperiode, zum Beispiel von 48 auf 53, können Sie die 5% durch 4 teilen und dann haben Sie jedes Mal einen Schritt. Das ist völlig richtig. Was Riester angeht, ist nochmal wichtig, und das wird jetzt Herrn Dr. Schwag freuen, dass wir uns natürlich auch überlegt hatten, Riester gesetzlich zuzumachen und das zu fordern. Davon haben wir Abstand genommen, weil es in der Tat eine ganz, ganz kleine Gruppe gibt, für die bei Riester hinten mehr rauskommt. Und den will ich nicht als Politik etwas wegnehmen, sondern ich sage, es muss die Möglichkeit geben, freiwillig das Geld für einen kleinen Beitrag von einem Versicherungsunternehmen zu nehmen und es dann kostenfrei auf das persönliche Rentenkonto bei der gesetzlichen Rentenversicherung einzuzahlen. Das ist der Weg, den wir vorschlagen. Und wir nehmen dann die Zulagen weg, das ist richtig. Da werden Sie aber nicht so richtig traurig sein dürfen, denn Sie haben hier vorhin gesagt, dass Riester so teuer ist, häufig teurer als die ungeförderten Produkte. Und mein Vater kommt aus der Assekuranz, mein verstorbener Bruder war in der Assekuranz. Ich habe zur Assekuranz so viel Vertrauen, dass ihr ungeförderte Produkte auf den Markt bringen könnt und dann könnt ihr ja gucken, ob die gekauft werden. Also, bei der Riester-Rente funktioniert das. Wir brauchen das Geld, was der Schäuble in Riester steckt, dringend. Denn, das ist wohl vorhin verschwiegen worden, die Verwaltungskosten bei Riester liegen zwischen 10% und 20%. Die Verwaltungskosten bei der gesetzlichen Rentenversicherung sind unterschiedlich. Sie liegen aber in jedem Rentenversicherungsträger unter 2%. Und alleine deshalb ist schon klar, dass bei dem Umlageverfahren entsprechend mehr rauskommt. Herr Professor Becker hatte mich gefragt bei der Rente erst ab 67, wie und wie machen wir das mit den Bestandsrenten? Also das Problem ist, wer jetzt 65 Jahre und 5 Monate alt ist und voriges Jahr in Rente gegangen ist, den kann ich nun leider nicht mehr jünger machen. Ich weiß auch gar nicht, ob das jemand im Einzelfall wollen würde. Das bedeutet, eine solche Regelung gelte natürlich für die dann eintretenden Rentnerinnen und Rentner. Dann kann ich sagen, ich habe für die junge, die mittelalte und die zukünftig alte Generation was geschafft. Jemand, der schon 67 ist, dem kann ich die Rente ab 65 nicht wiedergeben. Das tut mir leid, aber das ist so. Bei der Rente ab 60 abschlagsfrei nach 40 Beitragsjahren. Was ist mit den Frauen? Ich habe vorhin in dem Konzept vorgestellt, dass wir den Solidarausgleich stärken wollen. Das heißt, unser Konzept baut darauf, dass nach einer gewissen Zeit alle Menschen oder fast alle Menschen Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Und natürlich auch Kindererziehungszeiten drin sind. Und jede Stunde Erwerbsarbeit wollen wir sozialversicherungspflichtig machen, weil die Minijobs sind eine Altersarmutsfalle für Frauen. Und da wollen wir die Frauen rausholen, denn Frauen sind zu 2/3 von Altersarmut bedroht und betroffen heute. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ich will mich aber um die Frage, und jetzt kommen wir zu den unangenehmeren Punkten, was die Finanzierung angeht, gar nicht drücken. Abgesehen davon, dass ich hier mal festhalten will, dass in unserem Nachbarland Österreich die Preise 5% höher sind als in Deutschland, also nicht irre viel höher wie in Norwegen, Schweden oder in Dänemark, sondern nur 5% höher und die Wirtschaft da auch nicht zusammengebrochen ist. Und nebenbei bemerkt, ich habe nach Demografie gefragt, da waren die ganz ruhig und sagen, 2036 ist das bei denen schon alles vorbei. Die sind etwas jünger, das will ich auch gerne zugeben, damit hier auch diese Punkte gesagt werden, aber der Unterschied ist nicht so riesig. Und ich sage, wenn das in Österreich geht,
mit anständigen Renten, die so hoch sind, dass niemand sich Sorgen machen muss, dass jemand eine Mindestrente von 1030 Euro kriegt und dann ein Legitimitätsproblem bekommt, dann kann das, wenn wir das demokratisch mit den Mehrheiten hinkriegen, auch in Deutschland funktionieren. Und dafür kämpfe ich und ich hoffe, da kriege ich von dem einen oder anderen auch die entsprechende eine Unterstützung. Frage noch, eine kurze Frage. Ja? Was haben Sie von Herrn Professor Becker persönlich gelernt? Für Ihre konzeptionelle Arbeit, die Sie machen. Von ihm persönlich habe ich gelernt, dass ich beim Geld genau hingucken muss und dass ich die Debattenbeiträge, die es gibt, abklopfen muss. Und ich habe von ihm gelernt, wie ich mich gegen das Argument mit dem Untergraben der Legitimität der Rentenversicherung wehren kann. Das hat er nämlich als erster in der Debatte verwendet. Und da habe ich ein bisschen drüber nachdenken müssen, bis ich die Antwort hatte. Aber die habe ich mittlerweile. Okay, sehr schön. Dieses Argument von mir, dass man bitteschön in einer solchen Oppositionspartei das gesamtsozialpolitische Konzept vielleicht auch mal nehmen soll. Was ist damit? Ja, also... ich kann überall fordern. Aber Sie müssen ja auch positiv sehen, dass er wenigstens mal ein 11-Punkte-Programm bringt. Das ist ja schon mal was, oder? Ich will noch was zur Legitimität sagen, wo er gesagt hat, Herr Professor Becker hat ja gesagt, wenn jetzt ein Mensch 1050 Euro erwarten kann... Und das ist nicht mehr, als andere heute haben. Dann ist das, und das will ich konzedieren, auf den ersten Blick nicht falsch. Ich habe die Gespräche mit den Taxifahrern auch, die sagen, oh, da kriegt der nie gearbeitet hat, jetzt genauso viel wie ich. Das kenne ich. Deswegen umfassen, das will ich nochmal deutlich sagen, unser Rentenkonzept eine deutliche Steigerung derjenigen, die lebenslang gearbeitet haben. Und die haben dann eben keine 1050 Euro zukünftig mehr Rente, sondern die haben dann 1300, 1400 und wenn es gut geht, auch 1500 Euro. Und natürlich und gibt dann es auch ist in der Zukunft Abstand Leute, da. Die 1050 Euro haben. Und zweitens, Herr Professor Becker, und das muss ich hier unbedingt loswerden, nicht die Linke sorgt für die Delegitimation der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern dafür sind verantwortlich diejenigen, alle hier im Saal wissen, wer das war, die im Jahr 2000 das Rentenniveau bis zum Jahr 2045 in den Sinkflug schicken und die dafür sorgen, dass Menschen, die nach 45 Jahren Arbeit nur 1000 Euro Rente bekommen, die sorgen dafür, dass delegitimiert wird. Letzter Satz in diesem Thema. Professor Wutterweger hat die Zahl heute Morgen schon erwähnt. Auch heute bekommt jemand, der niemals in seinem Leben auch nur einen Cent eingezahlt hat, eine durchschnittliche Bruttosumme von 799 Euro Grundsicherung im Alter. Aber, und das hat er auch gesagt, das lindert nur die härteste Armut. Wir haben, und das gestatten Sie mir bitte noch, aus meiner Sicht die Pflicht dafür zu sorgen, dass niemand in Armut lebt. Wir sind das viertreichste Land der Welt mit dem viertgrößten Bruttoinlandsprodukt. Wir haben verschiedene Armutsrisikogrenzen, auch das ist mir bewusst. Ich will die nicht alle aufzählen, wenn Sie wollen, kann ich das. Wenn man die vier zusammenrechnet, EVS, SÖP etc., EU-SILG und Mikrozensus, dann kommen Sie durch vier geteilt genau auf die 1050 Euro. Und wenn die Bundesregierung ihren eigenen Armuts- und Reichtumsbericht ernst nimmt, dann ist diese Armutsgrenze bei 1050 und nicht bei 799. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die 1050 das Minimum sind und dass für alle diejenigen, die lange Jahre gearbeitet haben, es deutlich mehr wird. Von mir aus könnten wir noch 2 Stunden länger reden, nicht dass Sie denken, weil wir haben jetzt einiges transportiert. Das Problem ist nur, ich bin hier sozusagen Hausmeister, kennen Sie ja noch, Hausmeister Kaczmarek, ne? Von Black Föss. Und ich bin seine zweite Frage noch nicht beantwortet. Ja, das geht jetzt leider nicht mehr. Wir müssen die Pausen machen, sonst kriege ich von der Seite wieder Druck. Sie glauben nicht, wie hartnäckig die Organisatoren sind. Weil wir reden hier über viel Schwarzbrot, da brauchen wir zwischendurch mal eine Pause. Aber einen ganz letzten Gedankengang, damit Sie es auch nicht so einfach haben. Angenommen, es gäbe R2G-Verhandlungen. Und Sie wären... Was? Ja, SPD-Grüne, kann ich mir schon gar nicht vorstellen. Okay, so angenommen es gäbe, und Sie wären so eine Art Rentencoach und wären für das Thema zuständig und müssten die beraten und nachher Protokoll führen. Sie wissen, wer schreibt, der bleibt. Halten Sie es für möglich, auf der Folie, die Sie hier kommentiert und diskutiert haben, was Sie alles kennen, bei den Grünen und bei der SPD, dass man in diesem Fachgebiet überhaupt auf einen grünen Rot, zwei Rot, zwei kommen würde? Ganz ehrliche Antwort, wenn Sie das moderieren müssten, organisieren müssen, ist das überhaupt realistisch? Also ja, würde ich sagen, es ist realistisch, wenn bei allen drei Gruppen die Bereitschaft bestünde, von Maximalpositionen wirklich abzuweichen. Ja, es gibt ja Bewegung in Richtung Rentenniveau, das darf man ja nicht verkennen, sollte man auch nicht kleinreden. Es gibt auch Bewegung in einen höheren Beitragssatz.
Es gibt Bewegungen im Rahmen des Sozialausgleichs in der Rentenversicherung. Da könnte man anknüpfen, das halte ich durchaus für möglich. Aber von vornherein muss man sagen, darf man die Latte nicht so hoch bringen oder den Esel so vollladen, ja, dass er niemals zu laufen anfängt. Ja. Aber Sie sehen bei allen drei Akteuren die nötige Kompromissspanne, die da drin wäre? Zumindest bei den sozialpolitisch Aktiven, ja. Okay, klare Antwort, vielen Dank.